Finale. Und Spartak in der Anfangsphase gleich sehr druckvoll. Die Mannschaft macht Dampf. Sie versucht, die Initiative sofort zu ergreifen. Tscherenkov über die linke Seite. Gegen Schaf und gegen Sauer. Die Flanke reckt mit Problemen. Und das 1:0. 1:0 für Spartak Moskau durch Mostavoj. Noch einmal in der Zeitlupe. Der Abwurf von Reck, das sieht alles noch ganz harmlos aus. Sauer, da macht er den Fehler, verliert den Ball im Zweikampf mit Tscherenkov. Dann setzt Sauer zwar gleich nach, aber der sowjetische Spielmacher, er kommt jetzt gegen zwei Mann zum Erfolg. Da ist zunächst Thomas Schaaf mit einer geschickten Körpertäuschung in die Leere geschickt. Noch einmal, Sauer kommt auch nicht mehr daran. Dann die gut getimte Flanke von Tscherenkov. Reck und Otten behindern sich hier noch. Da sieht der Bremer Torwart natürlich nicht gut aus. Und klar, dass ein Mann vom Kaliber eines Mostavoj. Riedle kommt oft über die rechte Seite, weicht geschickt auf die Flügel aus. Otava. Jetzt ist das Mittelfeld endlich einmal schnell überbrückt worden. Jetzt hätten sie auch die Möglichkeit zum Konter. Und da zögert Johnny Otten dann wieder zu lange. Immerhin Ordenewitz noch. Drüben kommt Hermann. Und Neubart. Die größte Möglichkeit bisher für den SV Werder. Dieser Kopfstoß von Frank Neubart. Das geschah ungefähr nach 33 Minuten. Dann der Gegenstoß. Und das 2:0. Rodionov. Ja, wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf es Werder Bremen. Schauen Sie noch einmal die Zeitlupe. Ein herrlicher Weiterpass von Kuznetsov auf Rodionov. Da sieht Bratzett natürlich nicht gut aus. Der norwegische Manndecker bei Werder Bremen. Mit einer Körperdrehung ist er hier getäuscht. Und dann der Schuss ins kurze Eck. Oliver Reck auf dem falschen Fuß erwischt. 2:0. Im Spiel der Bremer hilft das im Augenblick noch nicht vorwärts. Moskau kommt. Das war ein Schuss von Chidiatulin, von dem Mann, der hier als der große Star gilt. 28 Jahre ist der Alte, haben Sie ihn im Bild. Um ihn dreht sich das Spiel von Spartak. Er ist der Stratege und Vordenker. Er baut selbst aus dem eigenen Strafraum heraus auf. Da haben Sie ihn noch einmal. Aber er ist auch ein Hitzkopf. Zeitweise wurde Chidiatulin zu zwei und das schon in der ersten Halbzeit. Das ist schon fast tödlich. Da sinken die Chancen für das Rückspiel natürlich schon beträchtlich. Mirko Votava. Mal ein Schuss aus der zweiten Reihe, das könnte er. Die Bremer versuchen spielerisch durch die Deckung von Spartak durchzukommen. Da allerdings geht nicht viel. Meier war das. Und Hermann. Missverständnis. Das bisher einzige in der sowjetischen Deckung. Da wird es gefährlich. Tja. Die zweite Möglichkeit bisher für Werder Bremen. Vom ersten Tor sicher nicht schuldlos, beim zweiten konnte er nichts machen. Freistoß Kuznetsov. Und das 3:0. Rodionov, von dem ich gerade noch gesagt habe, dass er der zweitbeste Torschütze seiner Mannschaft ist. Er trifft hier noch einmal der Freistoß. Wir werden sehen, der Ball wird noch von einem sowjetischen Spieler verlängert. Hier, Tscherenkov war es. Und dann abseits oder nicht. Ich denke, Bratzett stand da noch hinten drin. Rodionov löste sich erst, als der Ball von Tscherenkov mit dem Kopf weitergeleitet wurde. 3:0 gegen Werder Bremen. Riedle. Und die Möglichkeit. Da ist das Tor. Manfred Burgsmüller, erst zur Halbzeit eingewechselt. Er macht das 3:1 in der 81. Spielminute. Und jetzt ist die reguläre Spielzeit um. Sie sehen es, 45 Minuten in der zweiten Halbzeit gespielt. Alles wartet auf den Schlusspfiff. Die Bremer natürlich, sie haben das 3:1 erzielt. Sie haben das Auswärtstor gemacht, das ihnen vorschwebte. Und sie versuchen natürlich jetzt den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Denn mit dem 3:1 haben sie sich
natürlich wieder eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Ein 2:0 in 10 Tagen im Weserstadion würde jetzt reichen. Noch einmal Spartak Moskau. Vielleicht die letzte Möglichkeit. Kuznetsov, der neue Mann. Werder nicht energisch genug im Strafraum. Möglichkeit. Und das Tor. 4:1. Das 4:1 durch Pasulko in der Nachspielzeit. Auch er als Joker gekommen, genau wie Burgsmüller auf der anderen Seite. Er erzielt in der 91. Minute das 4:1. Er stellt den alten Abstand wieder her. Und das ist auch das Endresultat vor 60.000 Zuschauern in Moskau. Spartak gewinnt gegen Werder Bremen mit 4:1, kann sich nun eine 0:2 Niederlage im Weserstadion erlauben, um immer noch eine Runde weiterzukommen. Die Aussichten für Werder sind trübe, bedauerlicherweise durch einen Fehler der gesamten Bremer Abwehr hier in der Schlusssekunde. Ja, Otto Rehhagel natürlich am Rande der Verzweiflung. Wenn man so einen Treffer eigentlich schon nach Ende der regulären Spielzeit bekommt, dann kann man nur sauer auf seine Deckung sein. Und ich denke, er wird der Mannschaft am Ende in der Kabine einiges zu sagen haben. Jetzt schon 1,5 Minuten über die Zeit gespielt. Schiedsrichter Sörensen hat eigentlich keinen sichtbaren Anlass gehabt, um so lange nachzuspielen. Es gab kaum Verletzungen. Darum ist es etwas merkwürdig, dass er so lange weiterspielen muss. Es ist fast schon tragisch, da hatten sie sich mit diesem Auswärtstor in der Tat die Möglichkeit geschaffen, im Rückspiel zumindest noch mal gegenzuhalten. Aber dann hat Pasulko ihnen alles zunichte gemacht. Schluss in Moskau.